Jump. So, hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde der Strategie. Ja, es ist mal wieder soweit. Ja, Ruse, wie ich drauf komme, nach 3 Jahren. Es ist 2020, das Video ist nicht von vor 2 Jahren, keine Sorge. ja, ich habe gesehen, dass auf YouTube das Spiel noch ein-, zweimal dran kam jetzt in letzter Zeit. Und dann dachte ich mir so, Leute, ist das nicht schon längst tot? Funktioniert der Multiplayer noch? Ich dachte, der wurde abgeschaltet. Weil immer, wenn ich geguckt habe, war kein Spiel mehr da. Sondern dann mir so, nee, dem muss ich jetzt auf den Grund gehen, weil es ist ja wirklich eins meiner Lieblingsspiele, wenn ich sogar das Lieblingsspiel, was ich habe. Dementsprechend habe ich es mir runtergeladen, bin gestern um 1 Uhr nachts in den Multiplayer gegangen und habe da tatsächlich 2 Spiele gefunden. Ja, das muss man mal dazu sagen. Um scheiß 1 Uhr nachts. Und da dachte ich so, okay, alles klar, wenn ich um 1 Uhr nachts hier noch Spiele finde, dann kann ich das jetzt noch kommentieren. Das ist in Ordnung. Gut. Wir haben ein Spielchen gespielt. Frei für alle. 4 Spieler. Map ist Diplomaten. Ihr seht schon das Replay. 1 Stunde, 23 Minuten. Ich werde mal gucken. Es wird Phasen geben, da kann ich vorspulen. Wer das Live-Gameplay von mir sehen möchte. Ja, ich habe das beides. Ich habe das gestern Nacht live aufgenommen, aber ich war damit nicht zufrieden. Sonst hätte ich das jetzt hochgeladen. Weil, kann ich sagen, folgendermaßen, ich habe super wenig geredet, ich war super konzentriert, weil es mein erstes Spiel seit Jahren wirklich war und die Gegner wirklich alle nicht dumm waren. Ja, dementsprechend ist das schon nicht schlecht gewesen. Ich muss mal hier mein Mikrofon ein bisschen runterstellen. Das ist einfach zu laut. Das ist lit zu laut. Hier so auf 11. 11 ist okay. Sonst übersteuere ich gleich während der Aufnahme die ganze Zeit. Entschuldigung. So, also ich habe das gespielt und ich habe es live aufgenommen. Aber ich habe wenig geredet. Dann hatte ich noch ein Kaugummi drin, weil ich musste irgendwas haben, worauf ich mich so sekundär konzentrieren konnte. Ich werde euch das hier irgendwie in einem Info-Ding rechts, rechts einblenden. Dann könnt ihr euch das anschauen. So, müsstet ihr jetzt irgendwo sehen. Und dann, genau. Starten wir jetzt aber in die Analyse. Also je nachdem, was ihr sehen wollt. Das Video wird nicht hochgeladen, das wird einfach nur, also hochgeladen, aber das wird halt einfach nur verlinkt werden hier über die Seite. Anders kommst du da nicht drauf. Ich will das nicht quasi zweimal hochladen, weil damit bin ich halt nicht zufrieden. Aber wenn es wer sehen möchte, bitte. So, dann gehen wir mal hier in den analytischen Teil rein, ja. So. Bevor jetzt hier viel passiert, habe ich mal kurz pausiert. Wir haben 4 Leutchen, ja, 2 Deutsche. Ich bin auch Deutscher. Ich bin Deutscher und ich spiele auch die Deutschen. Dann haben wir hier einen Amerikaner und einen Franzosen. Alles, glaube ich, bis auf der Ender Deutsche. Halt wirklich, also gut, okay, bei dem erkennt man es jetzt. Ich glaube, der hatte vorher in dem Spiel, was wir da vorgespielt hatten, geschrieben. Ja, und ihn hier kannte ich jetzt nicht. Sie sind halt, glaube ich, nur noch so dieselben Restleutchen übrig. Ne? Also, ich glaube schon, dass das so dementsprechend irgendwie läuft. So. Gut, ich lasse mal laufen. Neutrales Lager. Mal gucken. Also, ich habe, glaube ich, meine Basis. Ich kann erst mal sagen, was ich gemacht habe. Ich habe super safe gespielt, ja. Also wirklich, ich war so unsicher. Ich wusste jetzt nicht, kommt ein Rush. Ich ging halt davon aus, alles High-Level-Spieler, alles gute Spieler vermutlich. Ich habe mir direkt hier ein Verwaltungsgebäude gebaut. Ist nicht das Schlauste. Das muss man einfach dazu sagen. Einfach aus dem Grund, du verlierst 100 und das rentiert sich erst nach, ich meine, 8 Minuten. Ja, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Muss alle 3 Sekunden 1 Dollar, meine ich. Ja, dementsprechend müsste zumindest so sein. Alle 4 Sekunden 1 Dollar. Und dann kannst du 4 mal 100 sind 400 Sekunden. Und 400 Sekunden geteilt durch 60 sind, jetzt müssen wir rechnen, sind 6 Drittel Minuten. So. Gut, also jetzt habe ich so lange gequatscht. Also ich baue hier 2 Nachschubdepots, Verwaltungsgebäude. Damit ist mein Geld schon raus. Der Grüne, ja, der andere Deutsche, der ist richtig auf Nachschub gegangen. Der hat hier ein UHQ gebaut.
und hat sich 4 Nachschubdepots geholt, was für ihn natürlich ein riesiger Vorteil ist. Ja. Der Rote, also der Amerikaner, auch dasselbe UHQ-Nachschub geholt, wie geht. Und der Franzose hat dasselbe wie ich gemacht, das wusste ich aber nicht. Der hat halt getarnt, ja. Der ist auch auf ein Verwaltungsgebäude gegangen. Bei einem Franzosen, ich weiß nicht, also ich mag diese Taktik mit dem Verwaltungsgebäude am Anfang eigentlich nicht so gerne. Gestern habe ich gesagt, es kommt nur auf die Verwaltung an, das weiß ich, das stimmt auch. Am Ende kommt es nur darauf an, wer hier am meisten spammen kann. So ist es. Allerdings habe ich das auch gemacht, damit ich safe stehe. Also ich habe das für mich gespielt, weil mein erstes Spiel, erfahrene Spieler, spielen wir safe. Und das war meine Idee. Deswegen pumpe ich jetzt auch 3, 4 Scouts raus, um einfach nur zu gucken, dass hier kein Rush kommt oder so. Mir sind im Nachhinein so viele tolle Ideen gekommen, was ich alles hätte machen können. Er baut sich direkt 2 Luftschutzbunker, glaube ich. Ja. Ne, Flugfeld. Was baut er hier? Ah ja, da baut er den Bunker. Na, ist klar. Also er geht da auch, der Franzose bunkert sich halt ein. Jetzt nicht gerade, wo ich jetzt sagen würde, okay, das ist jetzt unerwartet. Er baut jetzt hier, glaube ich, eine Kaserne. Du siehst halt, oder man sieht halt, ich finde meinen Start tatsächlich von mir selbst nicht so gut. Die Map ist ja identisch, nach rechts hin, nach links hin. Ich würde halt immer gerne hier links rüber gehen, weißt du? Aber das ist halt gefährlich. Und den Nachschub sich hier zu krallen, so dicht vor seinem Gesicht, ist halt auch nicht wirklich das Wahre. Ja, muss man halt schauen. Eine identische Map, ne? Dementsprechend. So, jetzt habe ich hier 3 Grenadiere. Ich wollte mir die Stadt hier sichern. Ja, ist mir später aufgefallen. Das werdet ihr gleich nochmal sehen. Ich lasse sie hier die ganze Zeit stehen. Ich hätte auch einfach mal durchsprinten können mit Blitz und mal versuchen können, was zu capturen. Aber das ist halt, wie gesagt, ich habe lange nicht mehr gespielt. Diese Ideen sind mir alle erst später im Spiel gekommen. Und auch als ich nachts noch drüber nachgedacht habe, das Spiel hat mich zum Denken angeregt. Ja. Vom Einkünften her, glaube ich, müssen wir nicht diskutieren. Die beiden hier machen richtig dick Kohle. Die schicken ja alle 30 Sekunden einen Konvoi los, ne? Mit 9 Dollar. Voilà. Ja, müssen wir mal rechnen, ne? Also man macht auf jeden Fall weniger mit dem Verwaltungsgebäude als ein Nachschubdepot. So, jetzt hat er hier schon Jagdbomber rausgehauen. Ich bin nämlich ziemlich weit vor mit meinem Scout. Ja, Jagdbomber, Luftaufklärer hat er ja direkt. War auch das Einzige, was er hatte. Ja. Und jetzt hat er hier noch einen Bunker hingepflanzt, glaube ich, oder einen UHQ. Ja, der fährt durch den Wald. Das habe ich, glaube ich, auch noch nie gesehen. Entschuldigung, kam mir eine Ansage. So, jetzt hat er hier seine SDKFZ rausgehauen. Wie gesagt, wäre ich durchgerannt. Hätte ich da vielleicht mit Blitz noch was capturen können oder so. Das wäre lustig gewesen. Hätte ich ihn direkt aus dem Spiel rausgenommen. Oh, ich habe getaggt auf Sturmgrenadiere. Habe so ein bisschen verteilt hier. Und eine LA-Basis direkt rausgehauen. Einfach nur, wenn er so früh auf Flugzeuge geht. Ja. Und ich hier schon Verwaltungsgebäude habe. Wie gesagt, ich habe ultra safe gespielt. Ultra safe. Da war echt nicht viel, wo ich sage so, ja. Habe ich nicht safe gespielt. Oh, meine Aufnahme hat irgendwie wenig FPS, sehe ich gerade. Ich kann euch nicht sagen, woran das liegt. Obwohl es null Auslastung gibt. Bei mir läuft das Spiel absolut flüssig. So, er hat jetzt hier Grenadiere. Und der Amerikaner spielt genauso, wie ich es erwartet habe. Oder wie ich es erwartet hätte. Ja. Nicht mit der Luftwaffe, das meine ich nicht, aber er haut jetzt hier endlich mal seine Scouts raus. Das ist eigentlich der Standard bei den Amis. So, und da kommt der erste Luftangriff. Den habe ich tatsächlich gar nicht gesehen. 4 Jagdbomber reichen für das Nachschubdepot. Und weg ist es. Ah, 40 Punkte. Hat er sich schön geholt. Das tut auch weh. Ja. Und jetzt ist Pattsituation. Er hat da sein zweites Verwaltungsgebäude. Jetzt baut er wahrscheinlich, weiß ich nicht, sein drittes. Ja. Wird gerade blockiert von dem Grenadier. Ne, wodurch wird es denn generell blockiert? Achso, er hat es umgesetzt. Naja, okay. Gut zu wissen. Ja, aber das ist halt der Vorteil. Jetzt hätte man ihn. Er wäre halt übel anfällig gewesen, hätte man ihn gerusht. So als Russe oder so mit Infanterie hier eine Kaserne hin. Dann wäre der tot gewesen. 100%.
Ja, das ist halt Risiko, was er gespielt hat, und das hat sich ausgezahlt. Ne? Ich sage jetzt mal, wenn ich in meiner Bestform gewesen wäre, hätte ich das vielleicht ausgenutzt. Wie schon gesagt, mit den Grenadieren hier. Oder wenn ich Russen gespielt hätte, dann hätte ich den da weggemacht. Aber das ist hätte, hätte, Fahrradkette. Hat er gut gemacht. Ja, das Risiko hat sich bezahlt gemacht, quasi. So, Amerikaner auch auf Luftwaffe, hat auch Thunderbolts direkt getaggt. Gibt ja auch nichts anderes, ne? So, dementsprechend. Ja, fünf. Ah, ne? Zwei Spieler schon Luftwaffe. Gut, da hat man noch nicht gesehen, dass er sie hat, aber der Franzose hat halt massiv, ne? Und der baut auch LA jetzt. Er scheint da was gesehen zu haben, oder er macht es aus der Intuition raus. Kann ich noch nicht so genau sagen. Auf jeden Fall haben der Franzose und ich viel zu wenig Nachschub. Ich habe jetzt auch mein zweites Verwaltungsgebäude hier hinten. Habe auch ein drittes Depot geholt. Anders kommst du hier auch nicht weit. Ja, er hat jetzt sein viertes schon und er hat ja gar nichts, ne? Er ist halt wirklich High Risk, was er da spielt, aber es zahlt sich aus. Na gut. Oh, das ist irgendwie ein bisschen frustrierend, wenn man das jetzt so im Nachhinein sieht. Ihr werdet später noch sehen, warum. Wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich, ne, hätte, hätte. Aber wie gesagt, dann hätte man da besser was gegen machen können. Weil ich so zögerlich war, das ärgert mich halt. Also, erstes Mal wieder gespielt, super defensiv. Nur, ich habe schon eine Panzerbasis gebaut. Was, weil, also der Gedankengang dahinter war jetzt bei mir, entweder ich baue jetzt die ultimative Bunkeranlage mit Panzerabwehr. Aber was machen wir, wenn Artillerie gespielt wird? Fünftes Verwaltungsgebäude übrigens. Was machen wir, wenn Artillerie gebaut wird? Richtig. Nichts. Und ist halt alles weg. Ist alles tot. Dementsprechend Panzer, damit wir überhaupt irgendwas machen können. So. Er hat jetzt hier Scheinflugzeuge. Einfach nur, um zu zeigen, so, ja, ich habe auch was gemacht, so. Aber er hat in Wirklichkeit nichts gemacht. Naja, es ist schon ganz cool gelöst. So. Währenddessen hier die beiden beaugen sich da wieder. Irgendwas hat er wieder weggebombt. Ah, ein Willi. Der hat einen Willi gebombt. Zwei Willis. Hell. Kostet den halt nichts. Und der Amerikaner hat ja seine ganzen acht oder sieben Flugzeuge, ja, getarnt. Der hat auch noch kein einziges Verwaltungsgebäude. Muss zugeben, ich habe gestern nicht so auf die Gegner geachtet. Ich musste gucken, dass ich selber zurechtkomme. So, jetzt fliegt er hier rüber. Weil, ja. Ich habe hier mal versucht. Da habe ich mich auch schon gewundert, warum er den nicht bombt. Also, ich dachte erst, er hat keinen Aufklärer, aber normalerweise ist mir aufgefallen, wenn er die hier sieht, dann braucht er keinen Aufklärer. Hätte er bomben können. Dementsprechend hätte ich ein bisschen besser nachgedacht. Hätte ich erkannt, dass er Scheinflugzeuge hatte. Und dann habe ich hier gebaut. Und dann seht ihr auch schon direkt die Reaktion von Franzosen. Hier stehen nur zwei Luftabwehrgeschütze. Das war eher so sporadisch, so komm, falls, aber. Ja. Und da ist er doch direkt weg. Habe ich viel zu vorsichtig alles. Dementsprechend. Ich habe auch keine List drauf verschwendet, kein Tarnnetz. Hat sich aus meinen Augen nicht gelohnt. Und dann wird hier Luftabwehreindeckung, ne, betrieben. Wie gesagt, ich habe gedacht, zwei Spieler spielen Luftwaffe. Ja, und er hat hier schon richtig fett Verwaltung. Acht Verwaltungsgebäude plus den ganzen Nachschub, neun. Das wird wahrscheinlich das neunte sein. Dementsprechend er auf jeden Fall vom Nachschub her super weit vorne. Hier er sein erstes, sein zweites gebaut. Aber der Amerikaner, der macht's gar nicht falsch. Der hat überall seine Sichtlinie, ne, mit den Willis. Die kosten ja nichts. $5. Das ist sowieso immer gut. Und dann, Sicht ist in dem Spiel alles. Sicht war schon immer in dem Spiel alles. Ja. Also, zumindest was den Kampf angeht. Sonst konntest du dich auch vom Kampf abmelden, hast du keinen Aufklärer eigentlich. Da kannst du auch 1 zu 2 verlieren. Also selbst in doppelter Überzahl kannst du ohne Aufklärer verlieren. Das geht. So, guck mal da. Und die beiden bekommen so viel Nachschub, grün und rot. Der Braune hier sich am. Der Braune. Der Franzose sich hier am Einbunkern, hat halt seine Luftwaffe da. Ein bisschen Verwaltung. Er hat drei Gebäude, wahrscheinlich das vierte jetzt oder ein Bunker.
Ich habe jetzt auch vier. Also man sieht erstaunlicherweise, wir beide sind super identisch von dem, was wir haben. Die beiden sind nicht identisch, aber auch nur, weil der Amerikaner hier wirklich Einheiten gebaut hat. Aber der kriegt trotzdem übel viel Nachschub. So. Denkt man nicht, dass das so ein langweiliges Gurkenspiel wird. Also es wird schon, ich würde sagen, das war schon ein super intensives Spiel, ja. Also es war, ich habe das Spiel echt abgefeiert gestern Nacht, weil ich so lange noch drüber nachdenken musste. Einfach weil es einfach so am, also egal, weil es sich halt spannungsmäßig total zuspitzt. So. Okay. Ja, er baut hier halt seine Verwaltung, ne? Er hat das super gemacht, ja, mit seinen Scheinflugzeugen. Dann denkt jeder, er hat irgendwas in der Hinterhand, aber er hat da gar nichts. Guck mal. Ich habe mir auch Schiss gemacht. Ich so, ja, wann kommt jetzt seine Armee hier? Warum macht er mit seinen Fliegern nichts? Oh. Ich habe hier einfach nur Luftabwehr hingebaut. Na, wie gesagt, wäre man jetzt ein bisschen schlauer gewesen in der Situation oder wollte man mal ein bisschen also aggressiv gehen hier. Ja, der Weg wäre offen gewesen. Alter, ist das belastend. Einfach mit ein paar Panzer 3. Aber gut, man lernt, man lernt, man lernt nie aus. Aber nee, ich habe gestern, wie gesagt, super safe gespielt. Dementsprechend wollte ich das auch gar nicht nutzen. So, da ist der nächste Willi weg. Jetzt hat er hier auch Jagdflieger. Die hier sind immer noch nicht in Aktion und nicht sichtbar gewesen. Das muss man sich auch noch vor Augen halten. Er kriegt halt wirklich. Aber jetzt muss er langsam auf Verwaltung gehen, ne? Die ganzen Depots laufen aus. Ja. Ja, und jetzt ist er nämlich im Nachteil. Er hat viel Geld ausgegeben. Oh, B-52. B-25, Entschuldigung. B-52 wären die Deutschen gewesen. Die Mitchell sind, glaube ich, die leichten, ne? Die Flying Fortress sind die schweren. Oh, hat er gedodged. Ja. Will er wahrscheinlich. Ich schätze mal, er will hier gleich reinbomben. Aber er sieht ja die Luftabwehr nicht. Doch, jetzt sieht er sie. Klar, mit dem Willi. Deswegen scoutet er ja auch. Meine Güte, bin ich heute. Ah ja, er will das Nachschubdepot. Okay. Ah, das kriegt er auch. Gibt keinen Grund, warum er es nicht kriegen sollte. So. So, da kommen jetzt sieht man zum ersten Mal seine Jagdbomber. Jetzt geht's hier los. Ja, dachte ich zumindest. Ja, also die Sache ist, was ich beim Roten nicht verstehe. Er baut Jagdbomber, ja, aber keine Jagdflieger. Wo ist die Mustang? So. Er hat ja hier auch welche. Hätte er ja auch einsetzen können. Er hatte einfach nur Schiss wahrscheinlich. Oder hat nicht schnell genug reagiert und hat sich so scheißegal, sie hier vorbei. So. Seid ihr hier auch Luftwaffe? Aber fassen wir mal zu. Alter, die Wirtschaft. Uff. Er ist echt gut dabei. So. Also, man muss wirklich zusammenfassen. Er hier auf jeden Fall am stärksten, würde ich jetzt sagen. Von der Wirtschaft her. Und Wirtschaft ist einfach extrem wichtig. Also wirklich, bei so einem Alle gegen Alle kommt es am Ende nur darauf an, wer am meisten Spam kann. Taktisches Geschick, klar auch. Aber wenn du den Anfang überstehst, dann kommt es aufs Geld an. Auf die Wirtschaft und wie du damit umgehst. Wie du deine Wirtschaft sicherst. Das ist wichtig. Ja. Das ist wirklich wichtig. Dementsprechend, nach dem Motto bin ich auch vorgegangen, habe jetzt auch ein paar Verwaltungsgebäude. 7 Stück an der Zahl. Kann halt mit seinen hier nicht mal ansatzweise mithalten. Aber hier mit ihm, da kann ich einigermaßen. Das sind, glaube ich, auch nur 10 oder 9. Und er hier vergleichsweise auch wenig. Er hat auch nur 6. Hätte ich nicht gedacht. Also ich dachte, ich habe ja von ihm gar nichts gesehen. Ich dachte, er hat schon locker das Doppelte. Genauso wie er hier eigentlich. Ja. Was hat er hier schon? Optimierte Jagdflieger, die Düsenjäger. ME262. Sind im Krieg. Ah, guck mal. Da ist die Kfz. So, da hat er hier ein bisschen Luftabwehr. Ja, kriegt er nicht. Obwohl er 4 da drin stehen hat. 3 reichen, um uns zum Fliehen zu bringen. Ne, das kann man sich immer merken. 3 von den deutschen Flaks. Und 5 zum Abschießen. Dementsprechend die 4, die da stehen. Eigentlich useless. Ja.
Außer du stellst sie optimal hin, sodass sie von hier vorne, wenn sie hier vorne gestanden hätten, dann hätten sie die erwischt. Aber da hinten, nee. Man baut halt ja auch Bofors. Hat halt auch gesehen, okay, hier spielen beide Luftwaffe. Ich habe keine Jagdflieger, also brauche ich Luftabwehr. Und die Lage spitzt sich zu. Der Einzige, der keine Luftwaffe baut, bin ich. Moin. Tja, dafür habe ich ein bisschen Luftabwehr. Und ich habe mir hier schon so einen Gürtel gebaut, einfach aus der Sicht heraus. Wie gesagt, ich gehe davon aus, das sind schlaue Spieler. Schlaue Spieler, die werden irgendwann von hinten oder von der Seite, die würden niemals frontal hier rüberfliegen, so oder so. Die würden entweder von hier kommen oder von hier. Ich meine, ihr könnt jetzt denken im Nachhinein, oh, guck mal, da war ein Luftangriff. Hat er beide Düsenjäger verloren? Ah, schade. Im Nachhinein könnt ihr jetzt sagen, so, ja, das hat er gewusst. Aber wenn ihr das Live-Gameplay sehen solltet, werdet ihr wissen, dass ich genau das gesagt habe. So ist es. Ich habe das ganze Spiel übrigens übel hart predicted, wollte ich nur mal kurz gesagt haben. Wenn ihr das mal vergleicht. Es ist wirklich so, ich habe fast alles vorher gesehen. Nur, ich konnte nicht einschätzen, wie stark sie sind mit wirtschaftlich. Also ihn konnte ich einschätzen. Nicht, dass er so viel hat, das wusste ich nicht, aber ich habe ihn schon stark wirtschaftlich eingeschätzt. Aber ihn habe ich stärker. Also das konnte ich nicht wirklich einschätzen. Also ihn habe ich stärker eingeschätzt, ihn habe ich ein bisschen schwächer eingeschätzt und ihn konnte ich nicht einschätzen, weil ihn habe ich nicht gesehen. Er wäre so geguckt und hier vorne zugemacht. Na, und ihr seht, also wenn jetzt jemand mit Panzern reinfahren würde, wäre ich tot. Genauso wie bei ihm hier. Genauso wie bei ihm hier und genauso wie bei ihm hier. Mal ein interessantes Spiel. Aber jetzt hat er hier versucht, das Nachschubdepot zu bomben, hat es auch bekommen. Verliert dazu. Ja, er verliert vielleicht nicht beide. Wenn er den kriegt, dann ist es wieder worth. Na, super. Ja, hat sich gelohnt für ihn. Er hat 50 verloren. Er hat die 30 plus die 40 verloren, sind 70. Plus die drei Nachschub-Tracks, jeweils drei. Ist fürs Spiel. Ich versuche die in die Büsche reinzusetzen, aber hat er nicht genommen. War zu klein. Bisschen schade. Und jetzt holt er sich hier quasi die Punkte. Die schießen ja nicht zurück. Ah. Ich wette, dass er jetzt halt. Airborne gebaut hätte und sie dann darüber abwirft. Nein, es muss alles vernichtet werden. Oh, er hat auch gut Luftabwehr jetzt. Und ein Panhead. Oh, jetzt baut er, was baut er hier vorne? Ein Bunker? Oh, gucken wir mal rein. Ja. Bunker und UHQ. So. Ja, die Verwaltung, die er hier aufbaut, ist halt wirklich gigantisch, ne? Also hat er schon gut gemacht. Nochmal bombt er hier auch. 400 Punkte. Was bringen ihm die Punkte? Sind wir mal ehrlich. Wir spielen ohne Zeitbegrenzung. Wenn wir ohne Zeitbegrenzung spielen, sind Punkte egal. Die sind useless. Damit kannst du nichts anfangen. Das Einzige, was du kriegst, ist Level. Und er war schon Level 100, meine ich. Und ich meine, er war auch schon 100. Also auf jeden Fall waren die knapp vor 100. Das dementsprechend. Nein. Das hilft dir nicht ansatzweise, was die hier machen, das Spiel zu gewinnen. Es wäre viel usefuler gewesen, hätte sich jemand Airborne geholt, also, ne, Fallschirmjäger, und hätte hier die abgeworfen, hätte das alles eingenommen. Oder zumindest das Hauptquartier so. Das hätte sich so hart gelohnt. Ich meine, das macht er jetzt wahrscheinlich mit seiner Infanterie auch, ne, hier in die Kaserne, und dann holt er sich das. Aber warum? Warum nicht? Gemacht. Auf jeden Fall. Aus der wirtschaftlichen Situation hier raus. Ist doch gesichert. Muss doch. Dementsprechend, ja, läuft er durch und zerstört ein bisschen Flachs.
Da fliegt eine Granate. Oh, und jetzt kommt hier. Ich glaube, die Jagdflieger hier sind so leichte Opfer. Für die Düsenflieger, das war's. Oh, den holen sie einfach zu viert vom Himmel. Das war jetzt nicht gut gemicrowed. Er hat die einfach nur reingeschickt. Dann haben die einfach. Ja, das war echt nicht gut gemicrowed von ihm. Hat. Ja, haben es aber nur leichte gespielt, wenn wir einen Schluck nehmen hier. So. Und jetzt habe ich quasi, mein Gedanke war jetzt, alles klar, er ist beschäftigt, die kämpfen jetzt beide um diese Basis, in welcher Form auch immer. Ich habe nicht genau beobachtet, was die da jetzt machen, ob die wegbomben oder nicht. Ich habe nur gesehen, da laufen Leutchen rum. Ich mache mir hier den Weg frei. Und mit der kleinen Angriffsarmee werde ich hier reinfahren und seine Basis komplett wegmachen. Das war mein Plan. Ja, ihr seht, meine Grenadiere, ich hatte keine zweite List mehr, sonst hätte ich hier Fanatismus draufgehauen. Blitzfanatismus, dann wäre er weg gewesen. Nein, ich war zu doof. Jetzt baut er auch Tiger, endlich. So. Und dann ziehe ich mich hier noch um. Wenn der weg gewesen wäre, es wäre gut gewesen, hätte ich hier reinfahren können. So, jetzt hat der Deutsche endlich das gemacht, wie es sich gehört. Ja. Läuft hier mit ein bisschen Infanterie hin und holt sich das. Aber, ja, ich verstehe es nicht, warum es so spät kommt. Also wirklich nicht. So, und hier gibt es einen fetten Luftfight. Jagdbomber gegen Düsenflieger. Definitiv fair, definitiv intelligent. So, und jetzt kommen die schweren Prototypenpanzer hier. Die AL-40 lohnt sich sogar, würde ich behaupten. Aber es gab doch noch einen stärkeren, glaube ich, oder? Ich kenne mich mit den Franzosen jetzt nicht mehr so aus. Ich muss zugeben, ich kann mich da nicht mehr so dran erinnern, was die da hatten. Aber ich meine, entweder war das war der schwere Prototypen. Nee, das ist die Panzerartillerie. Ja, genau. Er spielt mit Panzerartillerie, das ist gut. Aber ich meine die Panzer, die diese haben mit den Sturmgeschützen in Kombination. Ich weiß nicht, ob das der AL-40 ist. Das kann gut sein. Ich glaube nicht. Na gut, auf jeden Fall die Panzer. Die könnte er spielen, aber er spielt Artillerie, ja. Das ist. So, und der Deutsche. Jetzt hier übel fett Panzer gepumpt. Oh, er hat ja den Nachschub, ne? Wie viel sind das? Ich schätze jetzt mal so um die 20. Ja, da kommen auch noch mehr. Ein bisschen mehr. 25 ungefähr. Ja. Und das hat, glaube ich, unser Franzose noch nicht so realisiert. Ja. Er bombt hier noch wildfröhlich rum. Wo will die Einheiten da rausholen? Reaktion viel zu spät von den Franzosen. Selbst wenn er sich einbunkert, die Chance hier sich so entgehen zu lassen und dann zu sagen, komm, er kann alles haben, aber ich bomb alles weg. Nein. So, hier. Oh, der Aufklärer, der sieht ja kacke aus. Den habe ich, glaube ich, nie wirklich gesehen. Den noch nie gespielt. Gottes Willen, Franzosenpanzer. Wie eine Verunstaltung. So.
Jetzt hat er hier ein bisschen was in der Hinterhand und ein paar weiter vorne, 10 Stück. Und ich habe quasi nur auf meinen perfekten Moment gewartet. Ich wusste, er hat hier hinten nichts, zumindest bin ich stark davon ausgegangen, dass er nicht genug hat, um hier so eine geballte Einheit aus Flugabwehrpanzern und King Tigern aufzuhalten. Dementsprechend. Ja. Aber wir sehen gleich auch, was sich noch ein bisschen auszahlen wird. So. Der Grüne hier seine Linien, also der Deutsche hier seine Linien gut gesichert. So muss man mal ganz ehrlich sagen. Hat er gut gemacht, hat viel Luftabwehrreis gespammt. Was mir so ein bisschen fehlt bei ihm ist das Micro. Gut, er hat viel zu tun, aber er setzt die hier einfach blind nebeneinander. Luftabwehr setzt du eigentlich nicht blind nebeneinander. Ja, du teilst sie so minimal auf. Ne, so, dass sie ein bisschen Abstand dazwischen haben. Das habe ich hier bei jedem gemacht. Ne, weil sonst sind die zu dicht. Mit einem Bombing Run sind die direkt down. Egal ob. Gut, wenn sie jetzt so drüber fliegen, sind sie sowieso alle tot. Aber wenn die so drüber fliegen, dann sind nur 2 von 4 tot. Dementsprechend sollte man da auf das Micro schon achten. Auch wenn er viel zu tun hat. Also ich sage jetzt mal, das ist jetzt mal entschuldigt. Ne. So, das sind diese schweren Panzer, auf die ich gewartet habe. Diese Monsterpanzer. FCM, F1. Die haben ein Artilleriegeschütz, meine ich. Und... ja, mittleres... Nee, Luftabwehrgeschütz? Lol, das wusste ich jetzt nicht. Hey, ich bin mir nicht mehr so ganz sicher, muss ich zugeben. Aber ich meine, die hatten doch ein Artilleriegeschütz. Ah ja, hier, nee, ja, da. AF-44. Das ist er. Ah, den habe ich gewartet. Das ist der optimierte schwere Panzer, auf den ich gewartet habe. Aus der Panzerbasis. Ah ja, ja. So, und jetzt passiert genau das, was ich mir nämlich mal gedacht habe im Spiel. Jetzt kommt der hier... Doppelfunkstille von hinten auf die Verwaltung. Aber er weiß nicht, dass ich damit gerechnet habe. Gut, das habe ich jetzt nicht gesehen, dass die hier rausragen. Ah, dann verliert er auch keine Zeit. Aber hier habe ich es gesehen direkt. Hat er auch gut gemacht, ja? Hat er seine Jäger zuerst. Aber er hatte keine Ziele. Seine Aufklärer sind zu weit hinten. Da hinten sind seine Aufklärer und jetzt wurden sie halt alle niedergeschossen hier. Ich glaube, einen Bombing Run kriegt er drauf. Ich habe die, ja, auf die Panzerbasis. Jetzt hat er Sicht bekommen. Ja. Also, nicht schlecht geplant von der Sache an sich her. Aber, ja. Also die Aufklärer hätten weiter vorne sein müssen. Ich finde es gut, dass der Düsenjäger zuerst, das war gut gemacht. Die Blitzbomber mit Blitz reinzuschicken, ist nicht gut eigentlich, weil dann... teilen die Bomben sich so weit auf. Bei Verwaltungsgebäuden mag das vielleicht reichen, aber das ist halt auf... Es kommt drauf an. Also wenn er so runterfliegt, ja, dann lohnt sich das. Aber generell würde ich jetzt eher nein sagen. So, er hat aber meine Einheiten gesehen, deswegen musste ich jetzt losschlagen, jetzt oder nie. Ne? Und er hat einen Großteil seiner Luftwaffe verloren, jetzt gerade bei dem Angriff. Hat er aber auch schnell realisiert, schickt jetzt hier seine ersten King Tiger rüber. Hier vorne ist ein dickes Panzergefecht. Und der Franzose gewinnt das eindeutig. So. Ja, ich musste jetzt los, ne? Er hat hier hinten alles gesehen. Ich hole jetzt mehr Luftabwehr, baue die Verwaltung nach. Ich habe jetzt erstmal ein bisschen Zeit zum Entspannen. Er kann nämlich nichts machen, wenn er seine Verwaltung retten will. Das ist auch so eine Sache. Man kann einfach so leicht vorhersehen, was die Leute machen. Wenn du mit irgendwas auf deren Basis zufährst, anstatt Vergeltung zu machen und direkt Tiere durchzuziehen, wollen die natürlich ihre Basis schützen. Dementsprechend habe ich ja auch nichts mehr gehabt. Ich brauchte ja nichts. Guck mal, ich habe hier nichts mehr. Hier sieht man noch die Staubwolken. So, da kommt er mit seinen King Tigern. Jetzt hier auch mit der Luftwaffe. Will mich so ein bisschen abfangen. Aber die Wirbelwinde tun hier schon ihren größten Teil. Der bombt auch größtenteils nur Wirbelwinde weg. Die gehen halt priorisiert auf Luftwaffe, dann auf Aufklärer. So, und alle haben es vorbeigeschafft. So, und jetzt hat er sich genau zu dem entschlossen, was ich mir nämlich dachte. Vergeltungsmaßnahmen. Alles klar. Wenn er meine Basis nimmt, nehme ich seine Basis. Ich habe ja 2 Stück. Dementsprechend. Ich habe hier versucht, noch Panzer rauszupumpen. So, und jetzt. Wird hier halt Ende gemacht, ne? So, sein Aufklärer ist weg. Ja, das war schon mal ganz wichtig. Er hat seinen Aufklärer nicht richtig gemicrot. Jetzt muss man ihm wirklich zugestehen, jetzt wird es mikrotechnisch übel schwer. Da eine Front, hier eine Front, da in seiner Basis. Und seine Basis wird halt wirklich gerippt.
Die wird halt einfach nur zerstört. Die wird einfach nur kaputt gemacht. Ich muss zugeben, ich habe meine Panzer auch nicht gemicrot, ja. Ich hatte übel viel Stress. Ich habe die einfach nur in die Basis rein, die hier zurückgezogen. Damit ich hier das einigermaßen halten konnte. Nur Aufklärer verloren. Damit hatte ich auch keine Sicht mehr hier drauf. So, dann habe ich hier mich vorbereitet. Ich wusste, er hat keinen Aufklärer mehr. Infanterie in den Wald gestellt, um ihn da zu dezimieren. So, und jetzt fehlt hier das Micro. Hätte ich jetzt korrekt gemicrot, wäre ich hier durchgezogen. Okay, jetzt habe ich gemicrot, das ist ja. Aber zu spät. So, und der Franzose ist ja auf dem Durchmarsch, ne? Jetzt hat er hier alles vernichtet, was er hat. Er kommt jetzt für meine Base. So, und ich muss jetzt hier produzieren, um da hinterher zu kommen. Allerdings hat er keine Aufklärung. Die reicht nicht bis hier. Er kann das nicht sehen. So, da kommt der Überfallsangriff. So, hier hinten ist jetzt vorbei. Er hat dagegen pushen können. So, aber hier der Überfallsangriff, 7, 8 seiner Panzer zerstört, bevor der Aufklärer in Reichweite kam. Das hat mir Zeit gegeben, um hier Panzer nachproduzieren zu können. So, der Franzose ist auf dem Durchmarsch. Der wird jetzt seine andere Base eventuell nehmen, wenn er dagegen nichts macht. Er hat hier 10. Und da kommen nochmal 7 ungefähr. Ja. Oh, super geschätzt sogar. So, jetzt hat er hier die Einheiten im Wald halt gesehen. Dementsprechend wird sich hier auch zurückgezogen. Aufklärer, 2 Stück. Aufklärung ist das A und O in dem Spiel. Und hier sind noch Reste von mir. Die ziehe ich jetzt auch wieder zurück. Weil ich sie brauche. Gut, er zerstört hier so ein bisschen Luftabwehr. Soll er, wenn er sich damit aufhalten möchte, kann er das machen. So. Und dann gibt es hier einen kleinen Schusswechsel. Ich habe das schlecht gemicrot. So, jetzt hier Überfallsangriff aus der Stadt raus. Habe ich auch schlecht gemicrot. 2 Panzer nur zerstört. So, jetzt geht's los. Ich hätte da. Ich habe keine Listen gehabt. Fanatismus, Blitz, alles drauf. So, ein bisschen konnte ich da zerstören von ihm, aber auch nicht viel. So, und jetzt bin ich halt wirklich in der Bredouille, ne? Jetzt bin ich wirklich in der Bredouille. Wird hier zwar durchproduziert, aber jetzt kann er mich finishen, wenn er hier einfach reinfährt. So, aber der Franzose hat ihn am Schlawittchen. Dadurch, dass ich ihm übel kaputt gemacht habe hinten. Ihr seht ja, seine Verwaltung ist komplett am Arsch. Er baut zwar jetzt hier 6, 7 wieder nach, aber jetzt in dem Zeitraum hat er nichts. Und ich glaube, das hat er auch gleich realisiert. Er fährt jetzt hier rein. Ich dachte schon, okay, scheiße, Spiel ist gelaufen. Jetzt kann ich ihn hier schön in die Seite nochmal. So. 4 King Tiger. So, und jetzt hat er gesehen, okay, alles klar. Ich habe so viel verloren. Der Franzose nimmt mich auseinander. Ich muss die Truppen zurückziehen. Das schaffe ich nicht. Hat er erkannt? Ich kann zu meinem Schachzug nur sagen, ich habe extrem hoch gepokert. Aber um ins Spiel zurückzukommen, ich war nämlich schon so gut wie draußen. Er hatte 2 Basen. Er hatte richtig viel Nachschub. Dadurch, dass er das UHQ hier hat. Um ins Spiel zurückzukommen, musste ich sowas richtig, richtig, richtig Wildes probieren. Und er hat kein Hauptquartier mehr, außer das da hinten und das UHQ. Der Franzose. Er fährt jetzt hier durch und nimmt seine Basis. Und dementsprechend muss man sagen, wir haben ihm zu zweit sowohl seine Verwaltung als auch seine Basis genommen. Er hat jetzt hier ein UHQ, aber ohne hätte er das UHQ hier unten nicht, ne? Das hat ihm echt den Arsch gerettet. Dann hätte er jetzt gar nichts mehr. Dann hätte er verloren gehabt. Hätte er nichts mehr bauen können. Also gut gemacht von ihm, dass er das am Anfang direkt gebaut hat. Oder Glück gehabt, könnte man auch sagen. Je nachdem, ob er sich sowas dachte. Ja, hier kann er auf jeden Fall nichts mehr gegen machen. Ich frage mich auch, warum der Deutsche das hier nicht eingenommen hat. Da waren ein paar Flieger drauf. So. Hätte aber ein paar Punkte noch für gekriegt. Und er hätte 2 Flugfelder mehr gehabt, was der wesentliche Sinn gewesen wäre. So. Und mich hat es jetzt halt übel zerrissen. Ne? Ich habe jetzt hier, musste jetzt hier Verwaltung nachbauen. Und habe jetzt nur so ein paar King-Teile, ich glaube 10 Stück jetzt insgesamt, so 9 Stück. Er hat auch nicht viel mehr. Er hat jetzt vielleicht insgesamt so 25, 30. Aber der Franzose, ne?
Das muss mir auch im ganzen Spielverlauf aufgefallen. Der Franzose ist einfach viel zu zimperlich gewesen. Viel zu zimperlich. Er hat hier gut angegriffen. Jedoch, wenn ich ihm hier nicht seine Basis genommen hätte und er seine Großteil seiner Armee hier runtergezogen hätte, dann hätte der Franzose das auch verloren. Gegen diese Wirtschaftsmacht wäre der nicht angekommen in dem Zeitraum des Spieles. Ich meine, der hat jetzt eine Verwaltung, die ist immer noch schwächer als die, die er hatte. Die ist jetzt ungefähr gleich stark. Ah, ein bisschen stärker vom Franzosen. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Der hätte so viele King Tiger spammen können und King Tiger sind meiner Meinung nach immer noch die besten Panzer im Spiel. Die beste Kombination aus allem. Aus Schnelligkeit, aus Schaden, aus Panzerung. So. Für mich persönlich, da gibt es eigentlich keine Debatte. Alles andere ist entweder zu langsam oder nicht stark genug. Dementsprechend. Die sind auch nicht die wahren Monster, ne? Die fahren auch übel langsam, 28, ne? Aber es ist trotzdem schneller, als wenn du dir eine Maus anguckst. Hier so ein Monsterpanzer. Wie schnell ist der jetzt mal? Also, ich weiß es tatsächlich nicht. Hier 24 und er hier 27. Ja. So, er hat die Basis hier komplett zerstört. Da frage ich mich auch wieder, warum? Er konnte ihm nichts entgegensetzen. Warum holt er keine Fallschirmjäger? Ich meine, die musst du wirklich. Ja, doch, die musst du tacken. Aber dann fliegst du hier hin und nimmst dann nimmst du die Kaserne und dann nimmst du alles ein mit der schweren Infanterie. Was soll er denn machen? Und dann hast du zwei Basen. Das verstehe ich immer noch nicht, warum der Franzose das nicht getan hat. Das ist aus meinen Augen einfach nur dumm. Wirklich. Es ist wirklich, meiner Meinung nach, ist es dumm. So. Ich kann das nicht nachvollziehen. Ja. Meine, da kannst du sagen, oh nee, da muss ich meine Armee aber aufteilen. Ey, Diggi, guck mal. Ich bitte dich. Hier kommt durch diesen Sperrgürtel gerade nichts durch. Er hat seine ganze Wirtschaft verloren. Deswegen kommst du da überhaupt durch. Bau dich doch auf und hau dir deine Wirtschaftsgebäude hier hinten hin. Guck mal, du hast hier gar keinen Platz mehr. Wo willst du mit deiner scheiß Wirtschaft denn hingehen? Hier hinten. Ja, dann macht es doch sowieso Sinn, wenn du hier baust. Komm, baut er da Wirtschaft? Nee, das ist die Stadt. Da macht es doch sowieso Sinn. Aber gut. Wie gesagt, ich hätte es anders gemacht. Die müssen dann selber entscheiden. So, und jetzt wird es ein bisschen langweilig. Dementsprechend spulen wir jetzt mal ein bisschen vor. Jetzt kommt nämlich das sogenannte Wettrüsten. Jetzt kommt genau diese Situation. Alle sind stark genug, um sich zu bekämpfen, aber nicht um sich auszulöschen, ohne jetzt den richtigen Schachzug zu machen. So. Ja, der Deutsche spielt ja auch wirklich und mit wenig Aufklärern. Wenn der Franzose ein bisschen Mikroverständnis hat, kann er mit zwei punktuellen Jagdbomberangriffen kann er ihn komplett aus dem Spiel nehmen. Wenn er die Aufklärer wegnimmt, dann können die King Tiger nichts mehr machen. Dann schießen die statt 500 Meter, ich meine auf 350. Das muss man sich vorstellen, 150 Meter. Das ist in der Zeit, in der die ranfahren müssen, sind die schon tot. Das können die nicht. Weil die Maximalreichweite sind hier, glaube ich, 600 Meter, ja. Und ich meine, die haben. Nee, nicht die Sturmgeschütze. Normal 500, genau 500. Und dann hast du hier noch die Sigis, die haben ein bisschen mehr, die haben 600. Da. Das ist die einzige Ausnahme. Alle Panzer sonst haben 500 mit ihrem Hauptgeschütz. Sekundärgeschütze jetzt mal ausgeschlossen. So, und jetzt, was wird gemacht? Wirtschaft aufbauen. Hier, der Grüne ist jetzt wieder zu seiner alten Stärke. Aber ich habe ihm trotzdem Schaden von 15 Minuten, wenn man es zeitlich einrechnen möchte, habe ich ihm auf jeden Fall zugefügt. Wenn nicht sogar noch länger. Und ich gehe jetzt hier auf voll einbunkern. Ich habe super viel verloren. Mehrfach mehrere Verwaltungsgebäude. Ich weiß, ich war mir in der Situation bewusst. Ich bin auf jeden Fall von der Wirtschaft am schlechtesten. Am schwachsten. Am schwächsten. Am schwachsten. Am schwächsten von allen hier. Der Situation war ich mir tatsächlich bewusst. So. Dementsprechend muss ich hier, seht ihr, ich habe nur Verwaltung gepumpt. Gut, okay, nicht nur. Hier vorne habe ich Panzerbasen gebaut, damit ich schneller Panzer produzieren kann. Aber ansonsten Verwaltung, 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 ne? Seht ihr ja. Zack, zack. Und hier wird halt wirklich nur die Armee aufgebaut bei den beiden, ne? Armee, 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 Armee. Und jetzt geht es auch auf die Bodenstreitkräfte. Jetzt geht es nicht mehr um Luftwaffe. Beide haben zwar ein bisschen, aber die wird nicht den Ausschlag geben können. Einfach weil der Platz fehlt.
Wir sind in diesem Stadium des Spiels. Da fehlt der Platz. Wenn du eine zweite Basis hast, kannst du da eine ganze Luftwaffe hinbauen oder hier auf dem Weg. Aber wenn du Verwaltung hast, die nimmt so viel Platz weg. Um da mithalten zu können, kannst du keine Flugzeuge unterhalten. Das funktioniert nicht. Das größte Geschenk für ihn wäre wahrscheinlich, wenn ich seine Flugfelder noch mit zerstört hätte. Da hat er nämlich mehr Platz zum Bauen. Und Tarnnetz. Weil meine Strategie bestand jetzt daraus. Einmal ganz kurz anhalten. Ihr seht, ich habe hier ein UHQ gebaut, damit ich hier schneller hinkomme von den Gebäuden. Und ihr seht diese Grenze. Wenn wir mal auf mein Gebäude gehen. So, auf meine Sicht. Man sieht von mir nichts. Actually, nicht eine Einheit. Ich bin gar nicht da auf der Map. Wenn man das mal sieht. Alle blinkenden Einheiten sind nämlich unsichtbar. Dadurch, dass ich Funkstelle drauf habe und dadurch, dass sie im Wald stehen. Und alle Gebäude, die blinken, sind ebenfalls unsichtbar. Die haben von mir nichts gesehen. Nicht ein Fitzel. Die wussten gar nicht, was ich mache. Und das war auch das, was ich wollte. Ich wollte mich bis zum Rand der Grenze hier von dem Gebiet mit Funkstelle und Tarnnetz, weil ich wusste, die haben ja keine Aufklärer. Hier hinten wusste ich, die haben zwei Aufklärer. Von der Geschwindigkeit her habe ich das gesehen. Aber ich wusste, die haben hier vorne keine. Ich hatte hier überall meine Aufklärung. Hier vorne hatte ich Aufklärung. Hier hatte ich bis vor kurzem Aufklärung gehabt. Da vorne steht er noch. Der wurde weggebomst, weil ich zu nah rangefahren bin. Und dann habe ich gesagt, ich baue mich einfach bis genau zu der Grenze mit Verwaltung zu, damit die nicht abschätzen können, wie viel Verwaltung habe ich denn. Bin ich schon tot? Bin ich quasi tot? Bin ich abgeschlagen? Ich wollte, dass sie es nicht wissen. So. Und er baut jetzt hier Maus. Na. Wir sehen hier. Ne, ich möchte mal kurz vergleichen. Wir haben hier einmal großes PA, ne? 14 Schaden. 24. Maus, 22 Schaden. Definitiv besser vom Schadensoutput, aber auch extrem langsam. So. Grund für mich immer, die Maus nicht zu bauen. Ich spiele auf Schnelligkeit und 20 km/h, selbst mit Blitz. Das ist übel lang. So, jetzt sehen Sie eine Einheit von mir. Können das mal aus dem anderen Lager aus betrachten? Ach so. Ja, okay. Ihr müsst euch vorstellen, alle blinkenden Einheiten könnt ihr nicht sehen. Alle blinkenden Einheiten könnt ihr nicht sehen. Hier, die zwei, also wäre jetzt eigentlich cool, wenn man es komplett so sehen würde. Ja. Naja, schade. Das wäre cool gewesen, dann hätte man mal zeigen können, was man von mir gesehen hat, nämlich gar nichts. Gut, die zwei stehen da scheiße. So. So, und jetzt war mein Plan, ja. Ich mache hier wieder auf mal 4. Mein Plan war jetzt hier im Verdeckten eine fette Armee anzusammeln. Habe gesehen, wie groß seine Armeen sind oder ihre Armeen sind. Die haben nämlich nichts getarnt, außer ihre Basis. Beide. Er hat ja auch mal einen Fehler gemacht. Ich habe gesehen, dass seine Basis mal kurz nicht getarnt war. Da war ich schockiert, wie wenig Verwaltung er eigentlich hatte. So, oh, jetzt geht's vor hier. Moment, wollen das ja nicht verpassen. Ich glaube, die haben mich schon abgeschrieben. Das war auch so die Hoffnung. Hier fährt er mit seiner fetten Armee unten lang. Er wollte hier reingehen. Der Franzose, jetzt pinkt er das, nehme ich auch. Das habe ich mich schon gewundert. Hä, wieso pinkt er das denn? Was ist denn los mit ihm? Ist das für mich oder ist das für ihn oder was? Und dann pinkt er hier die Mitte. Da habe ich mich gestern echt gewundert. Hä, was wollte der jetzt von mir? Wollte der mir damit was sagen? Achso, der wollte sagen, ach so, greif nicht da an, komm in die Mitte und kämpfe oder so. Aber schätze ich jetzt mal. Das ist ja. Also der hier Spieler hat hier viel Ehrgefühl, aber ich glaube, der reagiert auch übel wütend, wenn du ihn austaktierst. Ich finde, das hat man schon so ein bisschen gesehen. Das wird man später im Spiel auch nochmal sehen. Dass er da mehr so auf Rache setzt, wie das hier. Aber ich hätte es auch so gemacht, das war intelligent. Als er gesehen hat, scheiße, meine Basis kann ich nicht mehr retten, dann nehme ich seine wenigstens. Hätte ich auch so gemacht. Intelligent gespielt an der Stelle. Oh, jetzt sind ihre Türme hier halt riesig. Ne, 55 Einheiten. Der hier hat auf jeden Fall genauso viele Einheiten da drüben stehen, wenn nicht sogar mehr. Ich frage mich wirklich einfach, warum der Franzose nie durchzieht. Nie. Der hat das ganze Spiel nicht durchgezogen. Das war sein, der könnte so viel besser sein. Das würde ich sagen. Er könnte so viel besser sein, wenn er einfach durchzieht. Wenn er einfach hier reinfahren will, mit Blitz. Warum denn nicht? Er kann das doch nachproduzieren. Niemals könnte der Deutsche ihn outsourcen. Niemals. Ja, und hier hat er seine Armeen hingebaut. Reserve wahrscheinlich. Damit er denkt so, ach,
Der denkt, ich habe nichts mehr, wenn er jetzt rankommt. Und hier hinten neun Wirbelwinde. Zu mir? Ich habe nicht ein... Ah gut, er wusste gar nicht, was ich mache. Hätte sein können. Na, ist gut, dass er das gemacht hat. So. Und mein Einheitenstapel ist tatsächlich größer als der grüne, aber nur weil der halt nicht so gegroupt hat. No, der ist halt so durch und auseinander. Und das ist okay. Ja. Ich verstehe es immer noch nicht, warum der Franzose nicht einfach durchgefahren ist. Warum? Es gibt keinen Grund. Es gibt keinen Grund. Der hatte nicht die Verteidigungskraft. Er hätte doppelt angreifen können. Mitte, außen. Er hätte sich entscheiden müssen. Entweder er bricht durch die Mitte oder er bricht außen durch. Das ist dieses, ich bin mir nicht sicher, produziere ich lieber nochmal. Wenn er das ablegt, der Franzose. Wenn er das ablegt, ne? Dann ja. Dann gewinnt er das. Ich muss nachher gucken, welches Level der ist. Oh, Entschuldigung. Also kann ich das hier sehen? Also das ist, wer drin ist, wer draußen ist. Ja. Ich habe übrigens zu dem Zeitpunkt, seht ihr auch, die meisten Punkte gehabt. Dadurch, dass ich seine ganze Base vernichtet habe. Bringt mir natürlich nichts. Was soll ich damit anfangen? So kann ich gar nichts anfangen mit. Ja, das ist geschenkt. So, ich mache mal wieder einen Tuck schneller. So, jetzt geht's hier nämlich los. Jetzt rückt der Franzose hier vor. Und er kommt von zwei Seiten. Er kommt hier und hier und nimmt ihn da eine Zange. Gute Zangenbewegung. Leider zu langsam. Der Deutsche kann sich einfach zurückziehen. Das ist nämlich das, was ich meine. Geschwindigkeit. Hier fährt er mit Blitz. Die sind zu schnell. Das sind schnelle, schwere Panzer. Ja, im Verhältnis. Und dann kommen hier diese langsamen Tucker-Panzer. Mit, weiß nicht, 24 km/h. So, und jetzt kann er sich halt erlauben. Er traut sich hier wieder nicht, versucht jetzt hier außenrum. Kann er sich halt erlauben, einfach sich eine Seite auszusuchen und zu sagen, gut, du hast die Seite gewählt. Das ist... Also die Idee war gut vom Franzosen. Warum er dann hier nicht durchzieht, ist einfach... Das ist... Er muss mehr durchziehen, wirklich. Falls du dieses Video siehst, der... Was ich nicht glaube, aber wenn du es siehst, zieh bitte einfach durch. Deine Ideen sind nicht schlecht, nur du musst durchziehen. Das ist einfach so. Denkst dir, welcher Hampelmann erzählt das hier? Ja, ich bin auch nicht der das Rules-Genie, was ich mal war. Ja, früher war ich so viel besser. Aber ich bin auch nicht dumm. Und ich sehe ja, da ist Potenzial da. Nur du musst es wirklich auch ausnutzen. So, jetzt kommt hier ein bisschen Artillerie rein. Aber er hat halt seine ganze Seitenstreifmacht auseinandergenommen. Ne? Einfach auseinandergenommen. Jetzt kommt hier der Nachschub. Und damit hat der Franzose seinen Angriff schon verfehlt. Ich habe währenddessen auch ein bisschen angebaut. Habe jetzt den größten Einheitenstapel von allen. Das heißt nichts. Das heißt nichts. Und jetzt können wir ja mal sehen. Ich werde gleich, das kann ich jetzt schon sagen, ich werde das jetzt jeden Moment befehligen, hier vorfahren. Einfach nur, um zu zeigen, so Jungs, ich bin da. Ich konnte nicht zulassen, dass die sich gegenseitig jetzt ausmerzen. Ich war noch nicht bereit. So. So. Beide hier ordentlich Verluste eingesteckt. Der Deutsche weitaus weniger, würde ich behaupten. Jetzt natürlich bitter für ihn. Er zieht sich hier zurück. Seine fliehenden Einheiten werden jetzt auf dem Rückzug alle noch weggeknallt. Na, eigentlich habe ich dem Grünen hier schon den Arsch gerettet vor dem Franzosen, muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt hier gleich mit der aus meiner Basis rausfahre. So, jetzt geht's los. Warum bin ich hier rausgefahren? Warum bin ich nicht hier reingefahren? Hätte ich machen können. Die Gefahr war, dass der Franzose zu stark wird. Ich wollte ja gewinnen. Ich wollte ja nicht Zweiter werden. Dementsprechend konnte ich es nicht zulassen, dass der Franzose in dem Stadium den Grünen wegmacht. Weil der Grüne war für mich der Gegner, den ich noch besiegen könnte. Den Franzosen nicht. Der Franzose war zu gut eingebaut. Der hätte auch noch mehr Potenzial haben können, wenn er hier oben die Basis gebaut hat. So, und jetzt hat er es gesehen. Jetzt sieht er, oh scheiße, da kommt was. Kommt was aus dem... Die haben ja nichts gesehen von meinen Einheiten. Jetzt kommt was aus seiner Base gefahren. Das hat der Franzose gesehen, hat sich instant zurückgezogen. Schätze ich jetzt mal, dass es daran lag. Könnte auch an den vielen grünen Panzern gelesen haben. Bin mir da noch nicht so ganz sicher. Also ich hätte jetzt gedacht, es war aufgrund meiner Bewegung, dass er da nicht durchzieht. Aber wir wissen, der Franzose hat bisher nicht wirklich durchgezogen. Und diese Brücke, ne? Das ist wirklich die Tortur.
wie sich diese Einheiten über diese Scheißbrücke quälen müssen. Ich habe auch später ganz viel drüber nachgedacht. Das war ein dummer Move von mir. Ich hätte hier hinten und hier reinfahren müssen. Dann hätte ich einen Franzosen gehabt. Passiert. Ne? Ich hatte so viele Ideen, was ich danach besser machen hätte können. Und wie gesagt, ich habe auch nicht optimal gespielt. Definitiv nicht. Wenn ich jetzt hier die Spieler kritisiere, dann mache ich das nicht, um die zu ärgern und mich besser darzustellen, als ich bin. Das hat damit nichts zu tun. Ich will ja den Spielern nur helfen, wisst ihr? Und ich selber habe auch viele Fehler gemacht. Das ist einfach so. Wie zum Beispiel hier die Zangenbewegung, also die Zangenbewegung, die Bewegung hier nicht schnell gesetzt, schnell genug. So, dass meine ganzen Panzer, ich hätte den Grün ja aus dem Spiel nehmen können, das wäre kein Problem gewesen. Ich hätte einfach nur hier durchziehen müssen und ich bin hier stehen geblieben. Mein Fehler. So, ich bin nicht unfehlbar, definitiv nicht. Nicht, dass ihr denkt, ich kritisiere nur andere Spieler und red die runter, damit ich besser dastehe, aber das ist nicht so. Die waren beide besser als ich. Fand ich zumindest. Die habe ich auch so eingeschätzt. Aber der Franzose muss einfach definitiv mehr durchziehen. Muss er. Das würde ihm in diesem Spiel so viel bringen, auch wenn das Spiel schon fast tot ist. Da würde er so viel mitgewinnen. So. Und jetzt probiert er hier irgendwas mit seinen Mauspanzern. Ich weiß nicht genau, was da die Mission jetzt ist. Aktuell sieht es einfach nur dadurch aus, dass er sich durch schwere Panzerartillerie vernichten lässt. Das ist auch immer so, denke ich, gegen Franzosen das einzige Mittel. Hart und straight durchziehen. Ich sage das Wort heute ziemlich viel, aber das ist... Also, wenn ich seine Armee hätte, ich wüsste, wir sind ungefähr gleich stark. Ich wüsste, er hat Panzerartillerie. Reinfahren. Einfach mit Blitz und Fanatismus. Der härteste Schlag. Du musst mit Risiko spielen. Wenn du mit Risiko in diesem Spiel nicht spielst, dann passiert nämlich genau das. Alle stehen hier, bauen Verwaltung und buckern sich ein und fahren so ein paar Meter vor, fahren wieder ein paar Meter zurück und dann haben sie Schiss. So. Ihr seht schon, also ich wollte hier eigentlich reinfahren, ne? Ein bisschen rushen. Das war wirklich so mein Plan, hier einfach reinzufahren. Ihr seht, wie langsam diese Einheiten über diese Brücke kommen. Die sind immer noch nicht alle drüben. Und es sind nicht so viele, es sind vielleicht 80. Okay, es sind 100. Es sind 100 Einheiten, aber trotzdem. Wie langsam. Er konnte von da hinten wieder entspannt ohne Blitz zurückfahren. Alter, sind das fette, viele Einheiten. Wenn man hier so reinguckt. So. Gut, und jetzt, da wir quasi diese Pattsituation geschaffen haben, alle stehen da, alle scheffeln Nachschub, alle stecken einfach nur ihre Armee hoch. Der Franzose, ich glaube auch, der hat einfach nur darauf gesetzt. Ich glaube, der war sich der Situation bewusst, dachte, ich krieg mehr Nachschub oder ich krieg so viel Nachschub. Ich habe den größten Einheitenstack, ich habe eine gute Defense. Die können mir gar nichts. Und wenn sie zu nahe kommen, schießt meine Panzerartillerie drauf. Ich denke, so hat er gedacht. Und ich denke auch, der wollte diesen Konflikt. Fette Armee gegen fette Armee. Ich denke nicht, dass der sich dachte so, ich teile meine Armeen auf, baue irgendwo eine Stealth-Armee und fall dem in den Rücken. Das wollte der gar nicht. Und da lässt sich jetzt drüber diskutieren, ob er absichtlich so eine Strategie wählen wollte, sich nicht konzentriert hat oder einfach den strategischen Wert eines Flankiermanövers nicht gesehen hat, weil es hier oben fehlgeschlagen ist. Kann man darüber diskutieren? Ich könnte mir einfach vorstellen, er wollte diesen Konflikt in der Mitte haben. Ja. Und ich habe jetzt quasi hier immer noch nicht, man sieht nichts von meinen Einheiten, bis auf die hier vorne, die habe ich mit Absicht ja wie gesagt da vorne hingestellt, sonst ständen sie da auch blöd. Und die bleiben da auch einfach stehen. Die bleiben jetzt einfach da, weil ich gesehen habe, oh Gott, Alter, jetzt ist mein Flankiermanöver, was nicht mal angefangen hat, ist schon zu Ende. Ja, was mache ich denn jetzt? Ja, viele Optionen waren nicht da. Dementsprechend habe ich es da stehen lassen. Also meine Armee konnte es locker nicht mit der von den beiden aufnehmen. Ich meine, man sieht hier, seine gehen aus dem Bildschirm raus. Das sind 180 Einheiten oder so. Werden auch noch mehr. Ich sehe hier so oben seine. Guck mal, das werden immer mehr. Allerdings mixt er auch seine Einheiten. Der hat auch so 40, habe ich gesehen. Hier an der Seite. Da. So, 40 mittlerer Panzer. Frage, ob das so effektiv ist gegen King Tiger. Ich fürchte nicht. Okay, ich wollte das Spiel gewinnen. Jetzt komme ich wieder zu mir. Ich wusste, ich kann es mit den beiden wirtschaftlich nicht aufnehmen. Die haben so viel Platz, um sich auszubreiten.
nach rechts, haben den auch gesichert. Ich wusste nicht, was er hier hat. Ich dachte, er hat hier noch wenigstens so viele Panzer wie so ein Teil von hier. Womit er dann einfach hier rausfahren würde und mich kaputt machen würde. Glaube von mir auch nicht das Intelligenteste. Ich hätte wirklich einfach bauen müssen. Ich musste ja irgendwie mithalten. Irgendwie hätte ich es ja machen müssen. Ich hätte das tun müssen und dann... Ja. Anders geht's nicht. So, hier hinten wird ein bisschen ein kleines Scharmützel. Optimierte Jagdflieger gegeneinander. Ja, Düsenjäger vernichtet. Das ist so, die wissen nicht, was sie tun sollen jetzt mit ihren ganzen Einheiten. Die stacken jetzt nur noch. Die wissen gar nicht, was sie machen sollen. Ich brauche den größeren Stack als mein Gegner. Und man sieht auch, er setzt auch alles auf eine Karte. Weißt du, er geht ja nicht mal davon aus, dass ich noch was haben könnte, womit ich ihm jetzt hier kaputt mache. So, das muss ich sagen, das rechne ich dem deutschen Spieler jetzt wirklich als Schwäche an. Weil, ich habe es schon einmal gemacht. Was hält mich denn davon jetzt ab, hier nochmal reinzufahren? Vielleicht hat er so gedacht, so, da ist alles gesichert. Da ist alles gesichert, so mit einer Hand so, ja, ich guck, oh nein, nee, da ist alles gut. Da passiert schon nichts. Ich schätze mal, so wird es gewesen sein. Und der Franzose baut jetzt hier wieder so eine Flankenposition auf. Gut für ihn. Dann kann er wieder hier so ein bisschen rumfahren. Aber das muss er zeitlich abstimmen. Das kann er nicht so machen wie vorhin. Vorhin ist er voll in die Hose gegangen. Ich würde an seiner Stelle auch einfach hinten rumfahren. Selbst wenn er hier rüber geht und hier das hier alles kaputt macht, was bringt ihm das? Er kann ja nichts machen. Die Armee steht hier drüben. Die kann er einfach, wenn er sie richtig gut hinstellt, stellt er hier ein paar Panzer hin und schießen die alles, was über die Brücke kommt, kaputt. Weil die kommen ja immer nur einzeln. Er macht da nichts. So. Kommentar wird doch übel lang. Ich sehe schon, ich bin so seit einer Stunde am Aufnehmen. Und wir haben jetzt 64 Minuten gespielt. Ich hatte gehofft, dass es nicht so ist, aber es gibt so viel zu erzählen. Es tut mir leid, wenn es zu viel ist, aber ich hoffe, das macht euch Spaß, ja. Mir macht es auf jeden Fall übel viel Spaß, das wieder zu kommentieren, deswegen bin ich jetzt auch so voll dabei. So, aber nochmal zu meiner Strategie zurück. Ich wollte, das hier ist meine Ablenkungsarmee gewesen und so ein bisschen Verteidigung, falls es wirklich jemand wagen sollte, hier rüber zu fahren. Die Armee sollte hier sichern. Und dann den Angriff beginnen. Und zwar auf wen? Auf den Franzosen. Der Franzose konnte die ganze Zeit Nachschub stellen. Oh, es geht schon los. Oder? Habe ich meinen Angriff begonnen? Nein. Sollte hier... Okay, dann pausieren wir mal schnell, bevor wir den Angriff beginnen. Ich wollte ihn hier ablenken. Seine Armee hier binden. Weil ich wusste, gegen die Armee konnte ich geballt nichts machen. Das sind 200 oder so Einheiten. Das ist vorbei. Da kann ich nichts machen. Ist finito. Finito incantatem, Junge. So. Deswegen hatte ich hier eine zweite Armee. Die hat sich auch ein bisschen lang gezogen. Die sollte hier über die Brücke fahren und in seinen Rücken rein. Während der Deutsche denkt, oh, alles klar, der verballert alle seine Einheiten. Dann gab es nur zwei Optionen. Deswegen gibt es noch eine dritte Armee, die hier gerade ausgebildet wird. Entweder er will mich, so wie er es vorhin gemacht hat, zerstören, jetzt wo er die Zeit dazu hat. Aber ich dachte mir, er würde sich denken, wenn wir zu zweit den gefährlichsten Spieler, und das ist aus meiner Sicht der Franzose gewesen, zerstören, kann er mich danach locker easy machen. Dementsprechend, dritte Armee, entweder zur Sicherung meines Gebietes oder zum Vernichten des Grünen im Rücken. Beide Taktiken wären, also dementsprechend, ich habe mir schon wirklich was dabei gedacht. Ja, und ich möchte mal aus Thrawn-Buch, ich muss mal kurz mein Thrawn-Buch holen. Moment. Ja, muss ich mal gucken. Ja, geduldet euch kurz. Hier. So. Jetzt möchte ich mal hier ein cooles Zitat gerade einbringen, ja, um mich besser zu fühlen. Nein, Quatsch. Ich habe hier, das fällt mir gerade ein, weil ich jetzt hier gerade so eine Strategie mir ausgedacht habe. Ah, und ich habe ein bisschen Star Wars gelesen. Thrawn, ja. Ich möchte mal ein Zitat bringen.
Ein großartiger Taktiker kreiert seine eigenen Pläne. Ein guter Taktiker erkennt die Qualitäten eines Plans, der ihm vorgelegt wird. Ein durchschnittlicher Taktiker braucht einen Beweis dafür, dass der Plan Erfolg haben wird, bevor er ihn unterstützt. Wer keinerlei taktisches Geschick hat, wird den Plan vermutlich nie verstehen oder zu würdigen wissen. Das ist ein Zitat. Ja, wollte kurz mal ein cooles Zitat einbringen. Zum Thema Strategie und Taktik. Ja. Weil ich bin ein großer Fan von Thrawn aus dem Star Wars-Universum, falls ihn jemand kennt. Das ist meiner Meinung nach eine der coolsten Figuren da, weil der so unglaublich intelligent ist und so unglaublich coole Pläne kreiert. Ja, wenn ich mir in meinem, wenn ich mir ein Science-Fiction-Leben vorstellen dürfte, dann als Offizier unter Thrawn, ja. Tatsächlich. Aber das wird nie passieren. Leider. So, und jetzt geht's, glaube ich, los. Stopp! So. Meine Armee ist auf dem Vormarsch. Und ich tue halt genau das, was ich mir denke. Der Grüne zieht sich hier zurück, denkt so, oh Gott, was passiert denn da? Oh mein Gott, Becky, opfert der hier alles oder was? So, und dann geht's los. Ich fahre hier, es, wie gesagt, es war nur zum Ablenken. Das war nicht mal ein gut geführter Angriff. Ich habe den Angriffsbefehl einfach nur nach vorne gesetzt. Das war's. So, währenddessen, meine linke Armee. Ich hab's nicht gut gemanagt zeitlich. Ich habe es tatsächlich nicht gut zeitlich gemanagt. Dementsprechend werdet ihr gleich sehen, was passiert. Ich hätte die hier viel früher losfahren müssen. Bis hier vorne geht die Funkstille und die sind noch immer in dem Funkstillengebiet, ohne dass ich hier rübergekommen bin. Meine Armee war zu klein, um ihn groß aufzuhalten da. Aber genau das, was ich mir erhofft habe, ist passiert. Der Grüne hat mit angegriffen. Das habe ich auch tatsächlich so berechnet. Also ich dachte mir, dass er das tun würde. Aber ich war mir nicht sicher, deswegen steht hier der dritte Stack noch rum. Aber der hat ja auch noch seine Funktion. Der wird jetzt nämlich auch bald losfahren. So. Meine Armee wird hier natürlich komplett auseinandergenommen. Jetzt nicht gerade überraschend. 80 gegen 200. Ihr seht mal meine Größe vom Stack hier. 64 Einheiten gegen 200 oder so. So. Aber jetzt hat er schon direkt reagiert. Fährt zur Brücke. Ich mit Blitz hier will da natürlich durchbrechen. Es ist zu langsam. Ich bin zu langsam. Ich habe zu wenig Einheiten in der Mitte, um da... Vielleicht, wenn der Grüne noch dabei gewesen wäre, vielleicht, wenn ich den Stack hier an Einheiten hier mit drin hätte, hätte das was werden können. Aber da hätte ich alles auf eine Karte gesetzt. Dementsprechend, jetzt geht's los. Der Grüne hat das mit Sicherheit nicht gesehen. Der zweite Base Raid. So, jetzt fahren hier meine Einheiten über die Brücke. Jetzt passiert aber genau das, was nicht passieren darf. Da stehen 10 Monsterpanzer und die halten meine Armee komplett auf an diesen Brückenengstelle. Ihr seht's. Diese Brücken haben meinen Plan zum Scheitern verurteilt. Ich habe jetzt hier die noch ein bisschen dazugezogen, um zu unterstützen. Der Grüne ist hier vorne und er kann nichts machen. Er wird die hier vernichten, das kann gut sein. Aber er kann nichts gegen meinen Base Race machen. Er kann nichts machen. Actually, nix. Dementsprechend habe ich ihn komplett ausmanövriert. So, er schickt jetzt hier seine Wirbelwinde. Dachte wahrscheinlich, das sind Panzer. Also ich hatte keinen Aufklärer vorne. Meine Aufklärer waren da hinten. Da! Ich musste die Micron nach vorne. Das war übel aufwendig. Jetzt sind meine Panzer hier einigermaßen über die Brücke, aber ihr seht, das war's. Da ist seine Armee. Und hier vorne schicke ich die einen einfach nur noch in Tod. Der Grüne zieht sich jetzt zurück. Und da möchte ich meinen größten Fehler einmal. Den Fehler, der mir das Spiel... Mann, lass mal weiterlaufen. Der Fehler, der mir das Spiel so ein bisschen versaut hat. Ich hätte noch mehr warten müssen. Ich hatte hier alle guten Voraussetzungen. Ich hätte mit den Grünen hier drin haben können. Der Grüne hätte alle seine Einheiten verloren. Ich habe zu früh zugeschlagen und ich habe mich so dermaßen darüber geärgert. Weil jetzt kriege ich den Grünen komplett kaputt. Aber zu welchem Preis? Ihr wisst schon, worauf das abzielt.
Vorhin wollte er Rache und, anstatt jetzt zu sagen, Scheiß drauf, würde ich auch so machen. Er hat mich verraten, jetzt werde ich ihn wenigstens noch vernichten. Jetzt bombt er hier auch mit Mörser rein, mit Mörsern. Und jetzt will er mich halt, ne? Dennoch, er ist futsch. Ich habe ihn komplett vernichtet. Und da muss man dann auch einfach sagen, der Grüne hat einfach einen riesigen Fehler gemacht, indem er mich unterschätzt hat. Und das hat man daran gesehen, dass er mit angegriffen hat. Er hat mich unterschätzt und das ist das, was ich wollte. Das lässt sich im Nachhinein so sagen, aber ihr werdet es im Live-Kommentar, falls ihr den schauen solltet, werdet ihr sehen, dass ich mir das genauso gehofft habe. Dennoch, ihr seht schon, was da auf mich zurollt. Ihr seht, was ich hier habe. Und ich habe auch sehr spät reagiert. Die Armee fährt jetzt hier noch rein, um ihn wirklich komplett zu finishen. Und jetzt drehe ich um in der Hoffnung, dass ich es irgendwie abwenden kann. Tja. Und das habe ich auch noch falsch organisiert. Die Basis hier vorne konnte ruhig kaputt gehen, das war nicht schlimm. Hier hinten habe ich ein paar Tiger, die fahren jetzt auch nach vorne. Der Franzose hat mich jetzt hier am Schlawittchen. Der hat auch immer noch den größten Einheitenstack, ne? Wenn man hier mal so guckt. Hat hier hinten jetzt auch Fuß fassen können, fährt hier hinten jetzt mit rein. So, und jetzt ist es halt... Ich hätte, wenn ich das gewinnen hätte können, ich hätte ihn hier, genau hier treffen müssen, dass er nur einen Panzer über die Brücke bringt und mich auf Mindestreichweite. Und das wollte ich jetzt ja auch noch mit allen Einheiten. Aber das hat nicht mehr funktioniert, es war vorbei. Auf der einen Seite habe ich ihn besiegt, aber er hat auch mich besiegt. Dementsprechend... muss ich leider sagen, er hatte die bessere Wirtschaft. Er hatte einfach mehr Einheiten. Die Taktik war gut, aber war nicht einwandfrei von mir. Das war, wie gesagt, der größte Fehler war mein Timing. Ich hätte warten müssen. Ich habe mich so geärgert nach diesem Spiel, ne? Das glaubt ihr gar nicht, wie sehr ich mich geärgert habe. Einfach warten, bis der Grüne hier hinten drin ist. Nichts hätte mich dran gehindert, zuzuschlagen. Ich ärgere mich jetzt noch darüber. Dass ich so einen Fehler gemacht habe. So. Meine, der Grüne ist tot. Den haben wir es richtig besorgt, aber trotzdem. Der Braune wird das Spiel halt zwangsläufig jetzt gewinnen. Der Grüne wird mich jetzt vermutlich hart finishen. Ja, wir haben hier ein paar Panzer zerstört. Wir haben hier noch ein paar Panzer, aber auch nicht wirklich mehr viel. Oh, und jetzt wird hier von der Seite ein bisschen reingeschossen, weil er um die Kurve fährt. Kann, aber er hat so viele Panzer, guckt euch das an. Das hätte ich jetzt wirklich nur noch mit extrem intelligentem Kampf hingekriegt. Und den konnte ich nicht aufbringen. Ich musste zwei Armeen managen. Es wäre sowieso egal gewesen, was ich gemacht hätte. Der Braune hätte mich weggeholt. Und der zögert immer noch. Er zögert hier immer noch. Guckt euch das an. Er wartet immer noch. Entweder hat er mich überschätzt oder er wollte einfach warten, um zu gucken, was passiert und gar nichts machen. Sehen, wie die sich gegenseitig auslöschen. Er musste ja nichts machen, um zu gewinnen. So, jetzt fahre ich hier ran. Habe ich auch schlecht gemicrot. Diese Truppe hier, super schlecht und auch super schlecht strategisch. Da dachte ich, komm, fährst du hier eine Flanke rein und machst die hier kaputt. Super schlecht von mir gemacht. Erst primär. Sekundär habe ich es dann richtig gemacht, aber ja, das hat, davon konnte ich mir auch nichts kaufen, ne? Hier seht ihr, ich habe keinen Scout vorne. Scout wurde vernichtet gerade. Habe ich schlecht gemanagt. So, jetzt ist sein letztes Gebäude weg. Gleich sehe ich ihn komplett. So, jetzt ist er aufgedeckt worden, glaube ich. Ja, jetzt. Das war mein Glück, sonst hätte ich das vergessen können. Und ich beschieße ihn jetzt aus zwei Richtungen. Es ist einfach zu wenig. Ich habe zu wenig Panzer. Ich kann da nicht gegenhalten. Ich habe hier noch ein bisschen. Aber ihr seht, also da kann ich wirklich nicht viel gegen machen. Und jetzt wird meine Armee hier wegrasiert. Ich bin von drei Richtungen gekommen und dachte, komm, Falle zuschnappen lassen. Nein. Definitiv nicht.
Da war mein Aufklärer. Da hinten, der wurde halt gejagt. So, dann habe ich mich dazu entschlossen, nach den Verlusten hier. Das ist, jeder Panzer war wichtig, ne? Und ich habe es vergurkt. Hier hinten und dann von hinten nochmal rein. Ihr seht, was jetzt mit den Panzern hier passiert. Jetzt hat er gewartet, bis alle drüben sind und dann ist er vorgefahren. Hätte ich massetechnisch vielleicht gegenhalten können, wenn die hier noch mit dabei gewesen wären. Aber, ja, ist geschenkt, ne? Ich hatte auch Funkstille noch drauf, kann man aus meiner Sicht zeigen. Oh, das war nicht meine Sicht, das war meine Sicht. Funkstille, ich konnte keinen Fanatismus wirken, ich konnte keinen Terror wirken. Und jetzt werden sie niedergemesselt, ne? Hier, zack, 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 zack. Ihr seht, wie alles flieht an der Front. Ja, und da hat er mich dann halt wirklich gehabt. Die Armee von hinten hier, viel zu langsam. Mit Blitz jetzt auch noch, aber... Ich meine, die machen ihren Schaden ja da hinten, ne? Die nehmen die noch gut auseinander. Von drei Seiten habe ich es probiert. Er hatte einfach einen kompakten, fetten Block aus King Tigern. So, jetzt hier mit Fanatismus. Einer nach dem anderen wird weggebumst. Ihr seht das, wie die innerhalb von Sekunden alle zerstört werden. Seht ihr das? Guck mal, innerhalb von Sekunden. So viele Panzer hatte der da. 150 Einheiten. Und jetzt passiert genau das, was ich machen wollte. Jedes Mal, wenn hier eins wer rüberfährt, ihn kaputt schießen. Ja, und ich bin tot. Der Grüne ist tot, ich bin tot. Wir haben uns gegenseitig gemacht. Ja, und das nur, weil ich halt falsch taktiert habe, zeitlich. Ich hatte einen genialen Plan, fand ich. Meiner Meinung nach war der Plan genial. Das Beste, was ich hätte machen können. Ich habe, glaube ich, auch gesagt, ich kann es jetzt nicht genau zitieren, aber ich meine, ich poker extrem hoch oder ich setze jetzt alles auf eine Karte oder so. Habe ich gemacht. Es hat funktioniert gewissermaßen. Aber nur teilweise. Der tolle ganze Plan hat ja vorgesehen, dass ich ihn hier ablenke, hier reinfahren kann, der Grüne ihn hier vernichtet, wir ihn da zusammenschlagen und ich dann den Grünen wegrace. Selbst wenn das passiert wäre, hätte der Grüne mit seiner fetten Armee mich einfach kaputt gemacht. Masse statt Genie, aber das ist okay. Ein paar Punkte kriege ich jetzt hier noch geschenkt. Und da kommt der Franzose. Ich würde am liebsten sagen, der Franzose hat nicht gut gespielt, aber das würde nicht stimmen. Das wäre gelogen. Der Franzose hat auf eine Art und Weise gut gespielt, auf die ich mir das auch nur mehr von einem Franzosen vorstellen kann. Übelste Bunkertaktik. Super defensiv. Kein Risk. No Risk. Ist so. Und Artillerie. So stelle ich mir ein Franzosen-Gameplay vor. Und genau das war das auch, was wir hier gesehen haben. Es ist typisch. Aber es ist okay. Nur, wie gesagt, was ich dem Franzosen wirklich empfehlen würde, einfach mal durchziehen. Ich meine, er hat jetzt gewonnen. Natürlich. Wir können uns hier nochmal eine fette Panzerschlacht angucken. Er hat jetzt gewonnen. Ohne was gemacht zu haben, groß. Ja, meine letzten Überreste der Panzerstreitkräfte. Das mag sein, das mag stimmen. Dennoch, ich meine, ihr seht das an den Punkten, ne? Wir beide haben uns übel weggemacht und er da mit 15k nicht wirklich was gerissen. Jetzt wird er auch noch auseinandergenommen hier. Seine erste Reihe komplett. Natürlich, auf Dauer könnten die King-Teile das nicht durchhalten, aber... Dementsprechend der Franzose meiner Meinung nach, trotz dass er gewonnen hat, meiner Meinung nach der schlechteste Spieler in dem Spiel, bis auf der Ender. Also den mal rausgenommen, der schwächste Spieler meiner Meinung nach. Er hat letztendlich, das will ich jetzt, also ich will ihm nicht abrechnen, dass er da gut gespielt hat in dem Sinne. Okay, das muss ich differenzieren. Er kann nicht gut und schlecht gleichzeitig gespielt haben. Er hat wirtschaftlich sich stark aufgebaut. Für Defensive hat er gut gespielt. So, er hat defensiv sehr gut gespielt. Aggressiv hat er zu wenig gemacht. Das war das größte Problem. Punktuell aggressiv sein, ja. Er zieht zu wenig durch. Ja. Das sind die zwei großen Mankos, die er hat. Wenn er die beseitigt, dann wird es richtig gut. Weil letztendlich, worüber hat der Franzose jetzt gewonnen? Über die Wirtschaft. Und über die Masse. Keine Taktik. Da war... Also... Klar, er hat Taktik benutzt, zum Beispiel bei der Zangenbewegung hier.
Das hat auch nicht funktioniert, das würde ich ihm aber auch nicht schlecht anrechnen. Nur das Problem ist, er hat wirklich, ich finde, wenig große taktische Manöver gefahren. Der Grüne jetzt auch nicht unbedingt. Ja, aber das war schon okay. Ihr sagt der Franzose, meiner Meinung nach, trotz dessen, dass ich jetzt sage, er war aggressiv zu wenig da, also zu wenig aggressiv da und hat da zu wenig gemacht, verdient gewonnen. Dennoch hätte ich mir natürlich gewünscht, dass ich gewinne. Ich habe halt alles auf einen. Ich wollte halt gewinnen. Ich hätte ja auch Zweiter werden können. Genauso wie es jetzt der Fall geworden ist. Quasi, ich bin jetzt Dritter geworden, okay, aber das war das Risiko. Ich hätte, also von den Punkten her bin ich Zweiter, aber vom Spielgefühl her bin ich natürlich nicht Zweiter. Ich werde auch Zweiter bleiben. Trotzdem wird der Franzose gewinnen. Halt die Sache. Ich habe halt alles auf eine Karte gesetzt. Auf diese Strategie, weil ich wusste, ich kann da nicht mithalten, einheitentechnisch, und ich habe es nicht geschafft. Einfach weil der Einheitenblock, den der Grüne mir geschickt hat, zu groß war. Und wenn ich das Problem beseitigt hätte, was hätte ich dann gemacht? Nichts. Nichts. Der Franzose hätte mich ja trotzdem auseinandergenommen. So. Ich habe auch extra gewartet. Ich wollte nicht vor ihm kapitulieren. Einfach aus dem Grund. Ich habe mich einfach besser gesehen als der Grüne. Weil ich habe ihn mit meinem taktischen Geschick einfach vernichtet. Zweimal. Fast komplett. Dementsprechend wollte ich nicht vor ihm kapitulieren, weil ich mir das verdient habe. Mag ein bisschen blöde Einstellung sein, aber das habe ich in der Situation so gesehen. So. Gut. Dann gucken wir mal. Der war 100, der war 100, der war 100. Alle drei Level 100. Für Level 100, wie gesagt, fand ich was von Franzosen einfach zu wenig. Fand ich nicht gut. Also nicht gut genug. So. Der war hier okay. War gut dabei. Hat viel gemacht. Vor allem den Anfang hat er stark gespielt, um sich in diese Wirtschaft reinzubringen. Kann man natürlich sagen, wenn man das durchschaut hätte, hätte man ihn vernichten können. Aber hat man ja nicht. Also dementsprechend, ich finde es gut gespielt. Hat er gut gemacht. Props dafür. Auch Props an den Grünen. Tut mir auch leid, dass ich ihn zweimal richtig in den Rücken mit dem Messer gestochen habe. Musste aber sein. Und wenn man es nach dem ersten Mal nicht besser verteidigt, dann tut es mir leid, aber dann hat man es auch nicht verdient, das zu gewinnen. Das ist so. Ich meine, ich kann doch nicht zweimal mit derselben Taktik geschlagen werden. Was ist denn das? Das ist wie. Jetzt ziehe ich die Real-Life-Vergleiche, ja. Black Hawk Down, ja. Die Taktik, mit der sie da dieses Gebäude mit den Hubschraubern angegriffen haben, haben sie das vierte Mal repetitiv gemacht. Dementsprechend konnte man sich da, glaube ich, drauf einstellen. Ja, und deswegen ist Black Hawk Down auch so fehlgeschlagen. Und deswegen wurde seine Basis auch zerstört, weil das nach dem ersten Mal nicht geändert hat. Abschließend zu meiner Leistung. Ich finde, ich habe sehr gut gespielt. Für mein erstes Spiel wieder. Könnt ihr natürlich nicht nachvollziehen. Ich habe zu defensiv gespielt. Hätte mich mehr trauen müssen. Aber letztendlich, finde ich, hatte ich das Spiel interessant gemacht. Wir hätten jetzt da noch stacken können. Eine halbe Stunde, eine Stunde hätten wir noch stacken können. Und dann hätten sich drei fette Armeen irgendwann überrannt. Und das wäre langweilig gewesen. Dementsprechend, finde ich, war meine Taktik eigentlich das Beste, um diese Situation aufzulockern. Und zu versuchen, das Ding noch zu gewinnen. Ich finde, man hätte nicht viel anderes viel besser machen können. Von der Taktik her. Ich habe es natürlich falsch gemacht. Dementsprechend, weil ich halt zu früh losgefahren bin. Ich hätte so viel länger warten müssen. Der Grüne hat schon alles gemacht, was ich wollte. Und dann war ich so im Rausch. So, ja, die Basis ist frei, die Basis ist frei. Los, rein, 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 rein. Ja, dementsprechend habe ich das auch nicht verdient zu gewinnen, weil ich da diesen riesigen Fehler gemacht habe. Und das hat der Grüne auch gut bestraft. Kann man so sagen. Ja. Dementsprechend der Franzose gewonnen, hat auch keinen großen Fehler gemacht. Dementsprechend, wer keine großen Fehler macht, gewinnt manchmal auch. So, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr wollt mehr von Rouge sehen. Wir sind jetzt 1 Stunde 24 dabei, so länger als das Replay geht. Ja, und wenn ihr mehr sehen wollt, schreibt es mir noch bitte in die Kommentare. Lasst ein paar Bewertungen da. Ich würde gern wissen, wie das Spiel noch bei euch präsent ist, ob ihr da Bock drauf habt, weil ich bin richtig motiviert, wenn da noch der Multiplayer da ist, zu zocken. Ich habe richtig Bock. Wirklich. Ohne Flachs. Naja. Gut, dann sehen wir uns das nächste Mal. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht.
und haut rein. Euer Pokézock. Ciao.